Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Gledajte Schütze TV, gde ja pokažem najbolji klub na svijetu, Borussia Dortmund, a igram penala protiv navijača od Schalke 04. This is my life. It's not what it was before. All these feelings I've shared, and these are my dreams. So als erstes ist er einfach ein sensationeller Goalie. Und das ist das Wichtigste für uns. Wir wissen, wenn der Leiter ausfällt oder irgendetwas ist, haben wir einen zweiten Goalie, der einfach auf dem gleichen Niveau ist. Neben dem Platz natürlich ist er ein super Typ, ist immer gut drauf, bringt super Stimmung in die Mannschaft und macht das sensationell. Er ist noch jung, er weiß, was er kann und das Wichtige ist, dass er jeden Tag an sich schafft und weitermacht. Und es hat schon manches Goalie gegeben, wo sie jung waren, jetzt nicht gerade Nummer 1 sind in einem Verein, die nachher dann noch eine riesige Karriere gemacht haben. Der Sascha Studer. Er ist seit mehr als einem Jahr Goalie Nummer 2 beim FCW, ist 21 und kommt aus der Region Olten. Zum Interview über sein Leben auf der Ersatzbank ist er aber nicht rot-weiss, sondern in gel-schwarz gekommen. Er ist ein riesiger Borussia Dortmund-Fan und teilt das auch mit uns. Also wenn Dortmund ein Spiel gewonnen hat, vor allem jetzt in der Champions League, ist er von Kopf bis Fuß in Dortmund-Kleider eingekleidet und zeigt seine Freude an. Sein ganz grosser Traum ist der Job vom Stammgoalie beim BVB. Ein Interview mit einem Dortmunder, für mich als langjähriges Mitglied von Schalke 04, ein Albtraum. Ein absolutes No-Go. Und auch der Sascha hat keine Lust auf ein Gespräch mit einem Blau-Weissen. Es hat eine Intervention von höchster Stelle gebraucht. Nein, nicht der Mösli. Höher oben. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der UNO-Generalsekretär hat Sanktionen angedroht und uns unmissverständlich an den Verhandlungstisch, respektive zum Interview gezwungen. There can be no more excuses. Dankeschön. Also, dann halt. Woher kommt das Faible für Gel-Schwarz? Ich hatte einen Nachbarn, der so ein Borussia-Fan war, ein Deutscher, der dann in der Schweiz gewohnt hat. Und wenn ich ihn gesehen habe, hat er mit mir geredet und er wusste, dass ich Fußball spiele. Da hat er mir immer etwas erzählt vom BVB. Er hatte so viele Kataloge, so Heftchen, wo Sachen drin gestanden sind. Dann habe ich mein erstes Adresse bekommen, das Schabis-Adresse. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Schlafst du sogar gel-schwarz? Ja, sicher. Sicher, ja. Schwarzes Bett, geiler Anzug, manchmal BVB-Anzug. Ja. Was sagen die Freundinnen, die du schon gehabt hast? Noch nicht so viel gehabt. Ich bin noch geduldig, ich warte noch auf die Richtung. Aber ja, nein. Entweder sie akzeptieren es oder nicht. Und wenn sie es nicht akzeptiert, dann ist es nicht die Richtung. Ganz einfach. Weg! Das ist der Goalie-Trainer vom FCW. Schaffen, schaffen, schaffen. Klein, geh mal! Paolo Cesari. Er bringt eine sehr, sehr gute Größe mit. Er ist fangtechnisch auf einer sehr, sehr guten Stufe. Koordinativ, Schnelligkeit, effektiv. Dumm nur, dass ein anderer noch mehr Vertrauen genießt. Und so kommt es, dass der Sascha die Ersatzbank vom FC Winterthur kennt wie kein zweiter. Er kann trainieren, aber Sascha braucht natürlich sicher Spiele und das ist für ihn momentan ein Fluch, weil Christian spielt wirklich, muss man sagen, seit anderthalb Jahren auf einer wahnsinnig hoch konstante
konstantes Niveau. Das ist mir schon auch klar, dass Sascha leidet, weil ja, ich weiß, was Sascha von dem Potenzial hat und dass Sascha in jeder Challenge-League-Mannschaft das Potenzial hat, um Nummer 1 zu sein. Das ist ganz klar. 1. April 2007. Im Tourbillon von Sion machte Sascha Studer im Goal vom FC Aarau sein erstes Spiel in der Super League. 15 ist er gerade mal. Noch nie hat ein Goalie so jung in der höchsten Liga der Schweiz debütiert. Sein erstes Spiel? Eine doppelt schmerzhafte Erinnerung für den Sascha. Am Anfang war alles gut, ich war sehr zufrieden. Und dann der Fehler, ja, der hat es nicht gebraucht, der hat 2-1, ja. Aber sonst eigentlich bin ich zufrieden, also mal fürs erste Spiel. Auch nach dem Abstieg war er bei Aarau in der Challenge League Stammgoalie, bis dann vor gut einem Jahr der Trainer auf eine andere Nummer 1 gesetzt hat. Für den Studer ist das ganze Drum und Dran von dieser Ausbotung eine grosse Enttäuschung gewesen. Als der Trainer nicht mehr auf mich gesetzt hat, in Aarau, habe ich einfach gewusst, ich will gehen. Ja, dann hatte ich ein paar Angebote gehabt und habe dann Vinti für das Lukrativste gehalten. Weil sie sind dazu mal relativ weit unten gewesen. Sie waren, ja, weiß nicht, 13, 14 dazu mal. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn jemand den Goalie wechselt, dann vielleicht die. Weil Wiel war dann Zweiter gewesen, wo ich auch noch hätte gehen konnte. Und Lugano hat mich dann schon kaufen. Und das wollte ich dann nicht wegen der Lehre noch. Und darum habe ich gedacht, ja, Vinti. Doch er hat falsch spekuliert, denn der Mann hier hat konstant gute bis sehr gute Leistungen gezeigt. Der Christian Leite. Und der Studer ist das geblieben, als was man geholt hat. Nummer 2. Am Anfang dachte ich mir, es ist nicht so schlimm. Aber mit der Zeit, ja, jetzt ist es ein Jahr, wo ich einfach nur sitze. Aber als Goalie ist es halt einfach sehr schwer. Und darum muss ich Geduld haben. Hast also falsch entschieden hier vor einem Jahr, wo du zu Winter bist? Ja, falsch entschieden. Man kann das nicht sagen. Ich habe eine gute Zeit hier. Also, es gefällt mir absolut im Winter. Das Umfeld ist super. Das Einzige ist halt, ja, dass ich gerne spielen würde. Zu deiner Frage, auch mehr Matchpraxis. Ja, er kommt die Chance sicher durch 21 über. Die Testspiele hat er auch alle machen. Die hat er auch zu grössten Teil oder im Prinzip für mich zu vollster Zufriedenheit erfüllt. Aber wir sind sicher jetzt im Trainerstaff, wo der Cheftrainer am Schluss auch dann entscheidet, in Absprache mit mir, sicher nicht so, dass wir da ein Wechselspiel machen können, wie es vielleicht vor zweieinhalb Jahren war, wo man den Christian unter Vasovasic hatte. Oder? Das tut im Goalie nicht gut, das weiss ich aus Erfahrung heraus und auch für die Mannschaft ist das nicht gut. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war halt, dass ich den Cup nicht spielen konnte. Weil, das war früher ein Thema. Sie haben sich gesagt, ja, spekuliert, vielleicht lassen sie mich dann noch spielen. Weil, eben, sie reden gut von mir, sie sagen, dass sie zufrieden sind. Sie sagen, sie sind so, super froh, dass sie zwei so gute Goalinnen haben. Und dann mich im Cup nicht spielen lassen, habe ich halt ein bisschen schade gefunden. Aber ja, das ist am Trainer seine Entscheidung, nicht meine. Ich gebe mein Bestes im Training und den Rest entscheidet er. Okay, super. Ich habe die Hände vor den Körper. Sehr, sehr gut. Gerne rot gut. Auf Facebook schreibst du einmal in Bosnisch. Wie kommt das? Ja, meine Mutter ist Bosnierin. Sie hat mir es von klein auf. Seit Geburt hat sie mir das immer ein bisschen gelernt. Vor einem Jahr, ziemlich genau. Bin ich runtergegangen, habe mir den Basler machen, weil es tun sich auch wieder Türen auf. Und darum wäre ich froh, wenn ich wieder in Einsatz kommen und mich dann irgendeiner von der bosnischen Nazi würde sehen. Und eben, für das habe ich auch den Pass gemacht. Und dann würde ich sofort gehen. Ich würde gerne für Bosnien spielen. Lustig. Da gibt es doch noch mal einen, der für eine andere Nationalmannschaft will spielen. Wie hat doch der Chris Leite vor zwei Jahren gegenüber Schweizer TV gesagt? Seit klein bin ich in dieser Einstellung gegangen, dass ich unbedingt für Brasilien Nationalmannschaft mal spielen will. Und da glaube ich immer noch dran. Bastelstunde auf der Schütze. Der zukünftig brasilianische und der zukünftig bosnische Nationalmannschaftsgoalie zeigen im Auftrag von Schütze TV, der FIFA,
was zukünftig auch noch möglich wäre. Eine Kamera im Ball. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und es steht nicht drin, dass ich spielen muss. Also von dem her, entweder ich habe Glück und werde irgendwo angefragt, auf Leihbasis oder auf fix, und dann muss Vinti entscheiden, ob es mich gehen lässt. Aber ich würde sofort gehen. Auch wenn es in Australien ist, auch wenn es in Südafrika ist. Wenn ich nicht gesehen werde, nicht angefragt werde, dann ist es halt einfach so, dass ich wieder sitzen werde, sofern der Leiter noch bleibt. Und, dass er angefragt wird von einem höheren Club, das möchte ich ihm gönnen. Und fände ich auch natürlich super für mich, das ist klar. Zum Schluss haben wir dann aber doch noch das grosse Ruhrpott-Duell machen müssen. Ein Penalty-Schiessen zwischen den ewigen Rivalen aus dem Revier. Wenn ich mal gegen ihn Penalty schiesse, welche Seite soll ich? Ich bitte. Er ist ein Springer. Er fliegt gern durch die Luft. Schiesse in die Mitte und dann verwischst du ihn. Danke vielmals noch für den Tipp. Und weil es so schön war, gerade nochmal. Okay, eine kleine Regeländerung habe ich dann doch noch verlangt. Für alte kleine Männer ein dementsprechendes Goal. Ist ja nicht mehr als fair. Die typische Überheblichkeit eines deutschen Meisters. Und so macht man das. Zugegeben, ein Herdöpfelsack wäre schneller am Boden. Ja, und der mit der Mitte funktioniert auch nicht mehr. Dortmund holt auf. Das ist schon ganz anderen passiert. Oder, Chris? Zum Schluss ein äußerst knappen und unverdienten Sieg für Dortmund. Aber wir bleiben die Meister von den Herzen. Und überhaupt. Wir sind das Ruhrgebiet, die Droge, die so süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht. Kommt von heute nicht mehr los. Im Alltag sind wir Rivalen, aber gegenwärtig rocken wir gemeinsam die Champions League. Zum Schluss bleibt genau noch eine Frage. Wir sind das Ruhrgebiet. Stell dir vor, du kommst ein Angebot über aus Gelsenkirchen. Ja. Was würdest du machen? Ja, das könnte man nicht ablehnen, würde ich sagen. Das müsste man vorschauen.